Heute stelle ich euch mein Team vor und das beinhaltet sowohl Pferde als auch Menschen. Miteinander ist auf jeden Fall da, wobei ich natürlich sagen würde, die zwei sind Zwillinge und vor allen Dingen die sind miteinander. Ich bin da natürlich auch mit bei und dieses bisschen Zickenkrieg, was es zwischen Geschwistern schon mal so gibt, das ist aber auch ganz gesund und auch mal ganz gut, um mal wieder ein bisschen runterzukommen. Zeichnet sie aus, dass sie auch ganz hilfsbereit ist bei all dem und noch versucht, alles für einen zu machen zwischendurch. Und hat sehr viel Humor. Totaler Ehrgeiz. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber sie ist sehr schlau. Und man hat das Gefühl, sie schafft tausend Sachen am Tag. Also ich finde, manchmal können sie ein bisschen mehr an sich selbst glauben. Ist sie sehr selbstkritisch und braucht dann viel Bestätigung von anderen. Das, denke ich, könnte sie manchmal ein bisschen selbstbewusster sein und sagen, doch, ich kann das, ich schaffe das. So. Hanna ist mein Menti. Das heißt, Hanna und ich arbeiten zusammen in allen beruflichen Themen und sprechen uns oft. Ich höre einfach mal, wo sie steht mit ihrer Idee. Sie studiert ja auch, wie Sie wissen, und macht das wirklich unglaublich diszipliniert, strukturiert. Wir haben auch im Auswahlprozess so ein bisschen unterstützen können, weil wir natürlich auch ein großes Netzwerk haben und auch nachgehorcht haben, welche Uni sich dort am besten anbieten würde. Manchmal kann ich ihr vielleicht noch mal so eine kleine Idee mitgeben. Und wir sehen uns und ich freue mich, dass sie wirklich so gut unterwegs ist. Meine Lebensaufgabe ist, glaube ich, immer nicht zu viel zu machen und nicht zu wenig. Also so dieses Mittelding zu finden in allem, was ich mache. Carlos lehrt mich das eigentlich wirklich sehr gut, weil er ist ähnlich wie ich. Also er gibt auch immer 100% und will sich immer unheimlich anstrengen. Nur wenn wir dann manchmal in unterschiedliche Richtungen 100% geben, dann kann das natürlich auch schon mal schief gehen. Dann müssen wir uns wieder ein bisschen berappeln und müssen beide sagen, okay, wir fahren jetzt runter. Und weil er halt nicht das so für sich entscheiden kann, muss ich ihm halt so ein bisschen da die Richtung geben und muss dann natürlich von mir aus noch mehr darauf achten, dass ich dann das, was ich gerade machen möchte, total nach hinten stelle und erstmal darauf eingehe, auf welchem Trip er gerade ist und versuche, dass wir da wieder so ein bisschen zusammenkommen. Jetzt sind wir ja dieses Jahr in die Grand Prix Tour eingestiegen und klar ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung als eine junge Reiter- oder Juniorentour, aber ich denke, dass wir auch da schon nicht so schlecht angefangen haben. Und einfach jetzt noch an der Feinabstimmung arbeiten müssen und schauen müssen, dass wir beide im richtigen Moment wissen, was wir voneinander wollen und dass wir das dann auch so ein bisschen gemeinsam schaffen.